Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Haben Sie Lust auf Schnäppchen, dann sind Sie hier genau richtig in der 5-Euro-Überraschungsshow. Hier ist der Name Programm, denn alles, was Sie hier gleich sehen, kostet lediglich 5 Euro. Und es ist für uns alle eine Überraschung, sprich für Sie, für uns, für jeden, der hier zuschaut. Ja, und wenn Ihnen was gefällt, immer schnell sein, stimmt's? Ja, ganz genau. Sie können jederzeit anrufen und wir sammeln alle Ihre Bestellungen über den ganzen Tag. Sie zahlen nur einmal Versandkosten. Wir legen los mit dem ersten Produkt. So, wichtiger Hinweis noch, wenn Ihnen etwas gefällt, dürfen Sie sogar bis zu 5-mal zugreifen, wenn wir nichts anderes sagen. Jetzt haben wir was. Oh, das könnte auch eine schöne Geschenkidee sein. Es sorgt für Ordnung, aber ist auch ganz einfach für alle, die gerne Getränke mit Kronkorken trinken, eine Riesenerleichterung. Du musst nie mehr einen Flaschenöffner suchen. Ja, das ist ein Metallflaschenöffner und gucken Sie mal hier, wenn man die Flasche aufmacht, dann fällt der Deckel einfach in dieses Fach runter. Ausgesprochen ordentlich, sauber. Diana würde sagen Disziplin. Nein, ich finde das aber schön im Hobbyraum oder vielleicht auch bei dir in deinem Partykeller. Ja. Einfach in die Nähe der Theke anbringen oder im Außenbereich. Und da weiß man immer, da ist der Flaschenöffner. Und die Frau muss sich später nicht ärgern, weil die ganzen Kronkorken auf dem Boden rumliegen. Die werden wirklich automatisch. Mich nervt das ehrlich gesagt auch, weil das tritt sich dann so im Rasen fest, die findest du nie wieder, die verrosten dann irgendwann. Mhm. Dann fährst du vielleicht nur mit dem Rasenmäher drüber. Und das ist einfach schön. Damit erzieht man auch die Gäste. Ne? Es ist ja peinlich, den Gästen zu sagen, bitte heb deine Kronkorken auf. Aber das ist natürlich auch schön, weil es wird hier alles gefangen und das hat auch nicht jeder. Das sieht besonders schön aus, besonders hochwertig. Es ist aus Holz gefertigt, also Naturmaterialien hier mit diesem kleinen Körbchen. Natürlich nicht nur für Bier, auch für Limonade. Und normalerweise müsste das ja viel, viel mehr kosten. Schauen wir doch mal auf pearl.de, was das Ganze dort kostet. Denn da kostet es 13 Euro als Preishit. Ja, und jetzt bei uns für 5 Euro ist auch mal eine coole Geschenkidee, oder? Ja, ich habe hier übrigens 2 Zuschriften. Einmal von einer jungen Dame, und zwar Simone aus Schwerin. Das ist das perfekte Produkt für unsere Gartenparty. Und der Felix schreibt uns, tolles Produkt für die Männerrunde in der Garage oder im Haus. Sehr witzig und nützlich, echt weiter zu empfehlen. Aber natürlich, jeder ist sich selbst der Nächste. Einmal eins für mich zu Hause. Und dann kann ich aber noch 4 andere bestellen und die dann eben unter Umständen verschenken. Ja, Carsten ist ja gerade umgezogen. Ist natürlich auch ein tolles Einweihungsgeschenk hier. Sowas, wo die Kronkorken gesammelt werden. Das ist stilvoll hier. Sehr stabil, weil das ist so ein Metallflaschenöffner hier. Und die fallen einfach rein und liegen nicht auf dem Boden rum. Finde ich total super. Praktisch und das ist absolut recht. Das wäre was für unsere Kellerbar. Du, es gibt doch auch ab und zu mal so Kronkorken-Sammelaktionen. Mhm. Und von gewissen Herstellern Getränkeherstellern eben Kronkorken sammelst und dann Prämien kriegst. Das hilft natürlich dann auch beim Prämiesammeln. Die Bestellnummer ist die NX3349 und natürlich die 569, weil nur damit bekommen Sie auch den TV-Sonderpreis. Und so herrscht Ordnung im Garten, im Keller, im Partykeller, in der Garage, haben wir vorhin gehört. Ja. Also überall, wo eben Kronkorken geöffnet werden oder Flaschen mit Kronkorken geöffnet Küche, werden. Küche, überall kann man das aufhängen. Sie können es bis zu 5-mal bestellen. Das ist eben auch das Tolle hier, das kann man bis zu 5-mal bestellen. Damit hat man dann nicht also nur für viel Trinker wäre das dann, ne? Und die in jedem Zimmer in der Wohnung mal eine Flasche Fanta, Flasche Limo aufmachen. Super falsch. Open here. Kann man auch nichts falsch machen. Ich bin gerade mal überlegen, warum das jetzt draufsteht. Wo sollte man sonst versuchen, einen Kronkorken zu öffnen? Mit dem Mund. Ah, okay, aber wenn es da steht, ist es natürlich klasse. Aber ist auch ein schöner Gag, muss ich sagen. Ja? So wie uns eben der Felix geschrieben hat. So, wir machen weiter mit dem nächsten Produkt und es kommt. Oh wow, das wird aromatisch. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal verschenkt. Es gibt ja manchmal so Anlässe, da weißt du verschrecklich, Mensch, was sollte ich denn schenken? Und hiermit macht man immer alles richtig. Versprochen, das sage ich Ihnen, weil es so ist. Es kam bisher immer gut an. Und zwar, das sind ganz hochwertige Duftöle, jeweils 8 Fläschchen. Und da ist alles drin. Grüner Tee, Lavendel, wenn man mal nicht schlafen kann, Zitrone, Eukalyptus, Apfel, Zimt, dann haben wir Bambus, dann natürlich auch Meeresbrise, Sandelholz, das ist alles dabei. Diese Tröpfchen, die füllt man hier in die Flasche, man kann die übrigens auch mischen, kann seinen eigenen Duft kreieren und legt dann hier diese Rattanstäbchen mit hinein.
Und dann wird es der Duft perfekt verteilt im Schlafzimmer, wenn man nicht schlafen kann. Im Badezimmer, wenn es mal so ein bisschen schlecht mockert. Oder im Wohnzimmer, wenn man sich eigentlich nur eine schöne Atmosphäre wünscht. Und das ist wirklich ganz toll, weil normalerweise kostet ein so ein Duftöl, gibt es im Bioladen oder auch in Reformhäusern, 10 Euro pro Echt? Flasche. Ja. Ein Fläschchen ist eine Flasche Öle. 10 Euro, ja. Und hier sehe ich, 10 Milliliter sind jeweils drin und es sind 8 verschiedene. Da wären wir da jetzt schon, ich sag mal, wenn du es im Sonderangebot kriegst für 5 Euro, wären wir immer noch bei 40 Euro. Aber hier haben wir das Gesamtkonzept für 5 Euro. Das ist wirklich toll. Übrigens, und es sieht aus wie im Hotel, wenn du das aufstellst. Es sieht wirklich aus wie im Hotel, wie in so einem Designhotel. Also das macht auch optisch was her. Übrigens Zitronengras, das hilft auch gegen kleine pieksende Plagegeister, weil diesen Duft mögen Schnaken und Stechmücken mögen den Geruch nicht. Aha. Das heißt, die gehen dann woanders hin. Also auch da. Aber jetzt ganz aktuell haben wir, du hast vorhin was gesagt, ich suche es gerade, Apfel und Zimt. Apfel und Zimt, ganz genau. Das sind natürlich weihnachtliche Düfte, die man dann hier hat. Aber ich finde das schön, dass man so Auswahl hat. Das ist gut. Ja, vor allem, du kannst das Aroma im ganzen Raum, im ganzen Haus, in der ganzen Wohnung verteilen und es auch noch selber mischen. Anne, ich würde gerne die Meeresbrise mal riechen. Ja, gerne. Es ist ja im Moment sehr düster und kalt schon. Das empfehle ich eher fürs Badezimmer. Ich möchte jetzt auch noch mal an Bratapfel, also Apfel und Zimt schnuppern. Das finde ich auch ganz toll, so für die Vorweihnachten. Die große Schnüffelparty, die kann auch bald bei Ihnen zu Hause stattfinden. Das riecht auch ein bisschen lecker. Das würde ich am liebsten gleich trinken. Das riecht ganz, ganz toll. Trinken würde ich es jetzt nicht, aber riechen würde ich es gerne. Und ich denke, dass Sie Ihren Lieblingsduft hier mit Sicherheit auch haben. Oh ja, das riecht auch sehr hochwertig. Das riecht nach wirklich hochwertig, hochkonzentrierten Ölen. Das riecht jetzt nicht nach Chemie oder so. Das riecht sehr, sehr angenehm. Das ist ja oft, das sieht man so in Filmen ja auch, dass dieses als Aromatherapie benutzt wird, dass man eben eine Atmosphäre und Stimmung schafft durch Geruch, nicht nur durch Licht und Einrichtungen, sondern tatsächlich alle Sinne eben benutzen hier. Und da ist der Geruchssinn auch dabei. Unser Raumparfüm-Set mit 8 Düften und 48 Ratternstäbchen hat die Bestellnummer NC5202569. NC5202569 ist die Bestellnummer für ein 8er-Set. Und Sie haben, Anne, gehört, was man hier alles spart, weil diese einzelnen Flaschen schon sehr, sehr teuer sind alleine. Aber hier kriegen Sie eben 8 Stück mit dem Rattenstäbchen. Man füllt da nur ein paar Tropfen rein, ne? Den Rest verdünnt man mit Wasser. Also diese Flaschen reichen auch sehr, sehr lange. Das ist eben das Schöne, hochkonzentriert. Danke. Oh, weiter geht es mit Licht. Ach, das ist Licht ja ist nützlich. Immer toll. Guck mal. Mit Bewegungssensor, ne? Ja, und zwar ganz komischer Name, ich lese mal kurz vor. Das ist eine LED-Wandstand-Handleuchte. Eine Wandstand-Handleuchte? Also natürlich Wand, nicht Handstand an der Wandleuchte, sondern Wandstand-Handleuchte. Wusstest du aber das nicht? Das kannst du hinstellen, die kannst du in der Hand rumtragen oder an die Wand hängen. Ja? Aber das Schöne ist Bewegungserkennung. Das heißt, die leuchtet eigentlich nur, wenn sie soll, wenn nämlich jemand in der Nähe ist, der Licht braucht. Das finde ich klasse. Ja, die sieht richtig schick und elegant aus und hat eben auch noch diesen Bewegungssensor da in der Mitte. Das ist ein Bewegungssensor, ne? Richtig. Und dann ist immer, wenn Sie dran vorbeigehen, schaltet sich die Lampe automatisch ein und leuchtet Ihnen den Weg. Wie lange leuchtet die, wenn die einmal eingeschaltet ist? 25 Sekunden steht hier. Natürlich haben wir auch noch einen Dauerlichtmodus. Du kannst den also als Taschenlampe, Handlampe benutzen. Dann hast du selbstverständlich immer Licht. Oder du stellst auf die Automatik und dann stellst du es so, wie jetzt Anna das hat, in den Flur zum Beispiel. Und wenn du des Nächtens mal raus musst, dann musst du nicht das große Licht anmachen, damit man immer so hellwach wird. Ja. Hier hast du eine leichte Beleuchtung mit 40 Lumen und ich finde das klasse. Oder um Stolperfallen auch mal zu entschärfen, weil wenn du dann in die Nähe der Stolperfalle kommst, dann wird es hell und dann siehst du eben diese kleine Stufe oder ähnliches. Ich demonstriere mal, wie hell das auch ist. Ne? Also man denkt, das ist nur so eine kleine Handlampe, aber schauen Sie mal, wie hell das auch ist. Boah. Das heißt auch mal, wenn Stromausfall ist, sollte man sowas immer zu Hause haben, weil dann kann man sich den Weg leuchten, man muss es auch nicht die ganze Zeit in der Hand halten, auch wenn es eine Handleuchte ist. Ich würde mir das dann hier eher so hier um den Arm hängen, ne? Dann hat man die Hände frei, kann vielleicht noch am Stromkasten ein bisschen was schauen. Also das ist schon toll gemacht, auch abends, wenn man noch mal mit dem Hund Gassi geht, hängst du die einfach um, also es ist ganz toll gemacht. Ja, vor allem auch stabil und sehr elegantes Design in diesem Weiß. Man kann die, wie gesagt, man kann die hinstellen, hinhängen oder um den Arm hängen. Oder hinlegen kann man sie auch. Sehr variabel einsetzbar. Und die können Sie genau da hinstellen, wo Sie Licht brauchen nachts. Wenn Sie durch den Flur gehen, ohne jemanden wecken zu wollen, einfach diese Lampe aufstellen. Oder eben als
Ja, Leuchte, wenn mal dunkel ist und Stromausfall ist, dann ist ja immer geht die Sucherei ja immer los nach Taschenlampen. Aber das ist, finde ich, besser als eine Taschenlampe, weil sie so einen großen Lichtkegel hat. Genau, und noch eine kleine Option, natürlich leuchtet die in Automatik nur, wenn es auch dunkel ist. Sie hat auch noch einen Dämmerungssensor. Also an alles gedacht. Die Bestellnummer ist die NX5739 und die 569. Und der Ferdinand schreibt uns: sehr einfache Bedienung und sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich bin mir relativ sicher, dass Ferdinand den Normalpreis bezahlt hat, dass er es nicht in der 5-Euro-Show gekauft hat. Deshalb haben Sie noch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich finde, Licht kann man so immer gebrauchen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Sie auch? Dann schauen wir doch mal rein. Was hatten wir jetzt? Wir hatten diese Leuchte, wir hatten die Öle. Was war das erste noch? Oh, wow. Das darf doch nicht wahr sein. Ich sehe und staune. Ja. Das ist ein Induktionsladeständer für G-kompatible Smartphones. G-kompatibel bedeutet, da werden Handys geladen, ohne ein Kabel reinzustecken. Einfach nur durch Kontakt. Und wenn Sie so ein Smartphone haben, die meisten modernen, also viele moderne Geräte haben das eingebaut, dann braucht man eben nicht mehr dieses Kabel zu suchen und das Loch zu suchen, wo man das reinsteckt, sondern man legt es einfach auf diese Ladestation. Und die kosten normalerweise ein irres Geld. Ich weiß, von diesem Hersteller mit der Frucht kosten die, glaube ich, 60, 70 Euro. Es gibt auch verschiedene Kollegen, die das schon dafür bezahlt haben. Ja. Aber was ich hier schön finde, beim Aufladen, du hast trotzdem das Display im Blick. Mhm. Wir kennen das alle, Handy laden, Kabel rein, dann liegt es auf dem Tisch, du siehst es nicht. Ja? Mhm. Hier hast du es zum Beispiel auf dem Nachttisch oder auch, wie wir es hier sehen, auf dem Schreibtisch. Und während es lädt, hast du es aber immer im Blick. Übrigens, wenn Sie Qi nicht kennen, das wird QI geschrieben, an anderer Stelle wird es auch Induktionsladung genannt. Das geht über Magnet, also kabellos, so wie Ingo gesagt hat. Aber ich finde das richtig klasse. Übrigens, die iPhones haben es, glaube ich, ab dem iPhone 8, Samsung ab dem S9, LG hat es mittlerweile. Du kannst auch jedes Qi-ladefähige Handy Qi-fähig machen, also mit so einer Lade oder mit so einer Hülle. Also das ist gar kein Problem. Das Schöne ist eben auch, das Handy, man sucht es nicht mehr, man weiß immer, wo man es hingelegt hat. Ja. Und es hat auch eine schöne Ständerfunktion. Das heißt, wenn du wirklich mal auf YouTube was anschauen möchtest oder vielleicht im Livestream Pearl TV, dann musst du es auch nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Mhm. Das ist ganz toll gemacht. Man muss auch nicht mehr friemeln nach dem Ladeanschluss. Dieser Kontakt bricht da ja auch ganz leicht mal ab, wenn man es falsch reinsteckt oder wenn es schnell gehen musste. Und hier diese Qi-Ladestation, 50 Euro normalerweise, jetzt bei uns 5 Euro, also gerne auch mehrfach zugreifen. Ich habe schon Handyständer gesehen, die nur dafür sind, dass man sie hinstellt. Die haben schon mehr als 5 Euro gekostet. Aber hier noch die Ladespannung über QI, über Qi. Ja. Also ich finde das klasse und für 5 Euro kann man da nichts falsch machen. Und immer wieder der kleine Hinweis auf Geschenkideen. Achten Sie dieses Jahr ganz besonders drauf, dass Sie rechtzeitig Nikolaus- und Weihnachtsgeschenke holen, weil die Lieferkettenproblematik ist, glaube ich, jedem schon mal klar geworden. Spätestens, wenn Sie versuchen, Möbel zu kaufen, wenn plötzlich ein halbes Jahr Lieferzeiten da sind. Und so wird es auch mit vielen Produkten oder vielen Geschenkideen sein vor Weihnachten. Deshalb jetzt zugreifen, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Das ist auch so leicht gummiert, das heißt, da zerkratzt Ihr Handy nicht. Die sind ja auch sehr empfindlich. Einfach reinlegen, laden, kein Geprügel mehr mit den Kabeln. Der Induktionsladeständer für G-kompatible Smartphones hat die Bestellnummer PX2423569. Das ist die Bestellnummer und nur 5 Euro können Sie bis zu 5-mal bestellen. Einen fürs Schlafzimmer, einen fürs Büro. Oh, wir haben einen Preisalarm, sehe ich gerade. Ja, ein Preisalarm heißt ein Produkt, das gar nicht hier drin sein dürfte, weil es eigentlich viel höher ist vom Preis. Aber deshalb haben wir auch eine Begrenzung, egal was da jetzt rauskommt. Maximal ein Stück pro Besteller. Aber das ist mal ein schicker Wecker, würde ich sagen. So sahen die ja früher auch aus, diese analogen Wecker, die einen ganz lauten Ton hatten, damit man auch wirklich wach wird. Aber schauen Sie mal, hier ist moderne Nostalgie mit Moderne verbunden. Also man hat hier trotzdem eine digitale Anzeige. Ist ja super, Mensch. Und Peter D. aus Fürth schreibt uns: endlich ein Wecker, bei dem man auch wach wird. Einfache Handhabung, würde ihn wieder kaufen. Es nennt sich übrigens digitaler Glockenwecker mit zwei verschiedenen Weckzeiten. Und ich kann ihn natürlich auch einstellen, dass der Wecker nur an Wochentagen klingelt, weil ich am Wochenende ausschlafen kann. Also das finde ich klasse. Du hast recht, Nostalgie und Moderne. Aber ich liebe das ja noch. Ich habe es immer noch im Ohr, mein alter Wecker, als ich noch in der Schule war. Ist ja schon ein paar Tage her. Ja. Der ging eben noch von links nach rechts, dieser Schlegel auf den Glocken.
Aber hier ist das wirklich Wahnsinn. Du versuchst ihn gerade zum Klingeln zu bringen, oder, Ingo? Ja, ja. Das ist ein Wecker, der hat zwei Weckzeiten. Mhm. Den kann sie, also die einen kannst, steht hier M bis F, also Montag bis Freitag. Und darunter ist einer für S und S, also das ist für Samstag und Sonntag. Das ist natürlich sehr praktisch, weil man muss am Wochenende nicht so früh aufstehen, aber will vielleicht auch nicht ganz so spät aufstellen. Aber das halt zu einer anderen Zeit. Und das ist sehr, sehr praktisch. Stell dich am Wochenende den Wecker? Ja. Echt? Ich stelle nie den Wecker. Naja, also bei uns weil ich bin Frühaufsteher, ich wache immer wenn ich nach Hause komme, dann mähe ich Rasen und dann muss ich rechtzeitig noch in den Recyclinghof das alles wegbringen. Und vernünftig frühstücken will ich auch. Jetzt überlege ich gerade, auf wie viel Uhr stellst du dann den Wecker am Samstag? 7:30. Okay, da bin ich sowieso schon wach. Aber bis 12 muss alles fertig sein. Aber ich finde es trotzdem toll. Kann man auch gut mitnehmen auf Reisen, weil das vermisse ich als in Hotels. Da hast du keinen Wecker. Und was ich sehr charmant finde, du hast eben viele lassen sich vielleicht mit dem Handy wecken. Da hast du ja nicht diesen komischen Piep, Piep, Piep oder ähnlichen elektronischen Ton. Und hier hast du noch einen wirklich fast natürlich erzeugten Glockenton. Ich finde, das hat viel Charme. Soll man ja auch gar nicht machen, sich mit dem Handy wecken lassen. Ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander, dass ja das Handy Strahlen aussendet, die sehr gefährlich auf Dauer für uns wären. Deswegen soll das Handy eigentlich gar nicht im Schlafzimmer liegen. Wenn Sie da genau der gleichen Meinung sind, ist das ja eine tolle Alternative. Sieht schick aus, Sie kommen immer pünktlich zur Arbeit, also besser kann es nicht sein. Und schauen Sie mal auf pearl.de, 11 Euro. Ja, Sie denken bitte dran, das ist unser Preisalarm, also maximal ein Stück pro Besteller. Und die Bestellnummer ist die NX1516 und die 569. Aber ich muss sagen, so einen schicken Wecker, den hätte ich jetzt auch wesentlich teurer als 11 Euro geschätzt. Ja. Also 20 bis 30 Euro hätte ich hier gemutmaßt. Ja. Aber ganz egal, was ich denke oder was Sie gesehen haben, hier und heute kostet er, wenn Sie schnell genug sind, 5 Euro. Die Chance nicht an sich vorbeigehen lassen, gleich ans Telefon gehen. Unsere Preise gelten übrigens für 2 Stunden nach der Sendung. Ich glaube nicht, dass der Vorrat so lange reicht. Wenn der Vorrat noch da ist, natürlich nur. Ne? Also schnell sein ans Telefon und Telefon. Oh, das ist auch ein cool. Weihnachtsbaum. Was ist das? Irgendwas? Ein Weihnachtsbaum, ja. Das ist so cool. Oh, das ist der verlängerte Arm zum Putzen. Schauen Sie mal, der ist biegsam. Den habe ich noch nie gesehen. So. Und wenn du jetzt mal eine Ecke hast, die du gerne putzen möchtest, ich weiß jetzt nicht, wie lang, 1 Meter? Moment, 118 Zentimeter. War ja hier gar nicht aber so schlecht. Mal, das sind doch diese Mikrofasernoppen, die Staub magnetisch anziehen, oder? Ja, genau. Das heißt also, du kommst auch mal auf eine Schrankdecke, wo du sonst nicht hinkommst, zum Saubermachen, so oben mal die Kante. Ja, oder eben an Unwegsamkeiten, wo du ohne Leiter eigentlich gar nicht hinkommst. Ja, genau, man könnte auch mal die Haare von Ingo ich sehe aus wie der Grinch mit den grünen Haaren. Steht dir gut, doch, muss ich sagen. Aber ich dabei mag ich Weihnachten. Also was mir jetzt gefällt, ist natürlich das hier. Auch sehr. Ja, der Teleskopstab. Ja. Ich finde das so cool. Zum Beispiel in meiner Wohnung, da habe ich so Balken, ne? Und da kommst du ganz schwer hin. Also du müsstest jedes Mal auf dem Höckerchen steigen oder die schwere Leiter rausholen. Das ist mir natürlich zu kompliziert. Deswegen habe ich da bisher einfach mal nicht geputzt. Aber jetzt durch diesen verlängerten Arm, es ist natürlich super einfach, ne? Dann kommst du schön in die Ecken, dann muss man sich auch nicht schämen, wenn der Besuch kommt. Also ganz, ganz toll gemacht. Und Mikrofaser ist eine ganz besondere Faser, eine sehr hochwertige Faser. Du kannst es dann einfach am Fenster ausschütteln, ne? Also das ist genial gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber du bringst mich gerade auf die Idee, auch Deckenhöhe. Also Deckenhöhe ist so zwischen 2,50 Meter und 3 Meter. Ja, auch so im Altbau, und da ne? kommst du ohne Probleme auch an die Decke. Weil wenn ich jetzt bedenke, ich bin 1,70 Meter, aber wenn ich den Arm ausstrecke, der ist fast auf 2 Metern. Jetzt habe ich hier nochmal 1,20 Meter. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt eine Deckenhöhe von 3,20 Meter, die ich problemlos erreiche. Also da kann das natürlich auch sehr gut sein. Ja, aber Ralf, guck mal, gib mir mal den Ständer hier. Wenn ich hier mal aufstehe, guck mal, ich kann hier auch unten dein Stuhl hier zum Beispiel. Ohne mich zu bücken. Ohne mich zu bücken. Das ist cool. Das ist also wirklich auch, also es ist nicht nur nach oben, das ist natürlich sehr, sehr praktisch, aber denken Sie auch dran, Sie können hier unten eben auch sauber machen. Mach doch mal auf der anderen Seite weiter, der ist nämlich ganz schön verstaubt. Ja, komm, mach mal weiter, wenn du schon dabei bist. Wusste ich gar nicht. Schuhe kann man auch putzen. Schuhe kann man putzen damit. Unglaublich praktisch durch diesen Teleskoparm. Ne? Also wir finden immer wieder Anwendungsdinge, aber nach unten oder du hast recht. Lampen ich hatte jetzt wirklich nur an oben gedacht, aber du hast recht mit unten, ohne sich zu bücken, ohne in die Knie zu gehen. Guck mal, durch das, dass man den so zusammenklappen kann, kann man mal so einen ganzen also nicht nur den Schirm, sondern auch den Stab da von allen Seiten haben. Oh, wenn du eine Jalousie hast, die Lamellen, die schon mal versucht sauber zu machen, das ist ja perfekt. Ich habe mir keine mehr gekauft, seitdem ich einmal eine hatte, weil die so schlimm aber sauber zu machen. Aber das ist perfekt, einfach links, rechts, oben, unten und durch. Ja? NX63 80569 ist die Bestellnummer für den grünen Staubfaser. Das finde ich toll. Super, ne? Was ist das nächste?
Ein Riemen. Wir sind gespannt, danke schön. Ein Gürtel. Ach, das ist ein Gürtel? Da ist ein Reißverschluss im Gürtel drin. Ein verstecktes Fach. Aha. Also es ist natürlich ein schöner schwarzer Gürtel, der unisex ist, 1,30 Meter maximal Bauchumfang. Man kann den aber auch kürzen. Aber das Wichtige ist natürlich das Innere. Im Inneren ein verstecktes Geldfach. Und gerade auf Reisen oder so, wenn man mal ein bisschen mehr Geld dabei hat, sollte man das sichern. Und da kann es dir, das behaupte ich jetzt einfach mal, da kann es dir nicht geklaut werden. Du hast den Gürtel um dich, an diesen Reißverschlusstasche kommt kein Mensch ran. Ja. Ich stehe mal kurz auf, ich zeige das mal, wie das gedacht ist. Also natürlich nicht mit Kleid, aber Sie wissen das Prinzip. Für dich müssten wir ihn natürlich noch erheblich kürzen, was übrigens also ein Kinderspiel man ist. Zeigt immer, dass der auch viel man größer. Legt den sich um halt. Na gut, hier Gürtel ist ja eigentlich hier Teil. Ne? Dann habe ich jetzt hier dieses innere Fach. Also erstmal sieht er auch super schick aus hier mit dieser Metallschnalle. Ne? Das sieht richtig cool aus. Hört sich klickern, das ist auch sehr hochwertig gemacht. Und jetzt habe ich hier wirklich dieses versteckte Fach, jetzt bei um dir würden Geld wir, zu verstauen. Genau, bei dir würden wir an der Schnalle kürzen, das heißt das Reißverschluss. Achso, das mache ich einfach hier auf. Ne? Hinten, genau. Ah, ja, guck mal. Genau, so. Und so jetzt schneidest du es entsprechend ab und jetzt hast du das Reißverschlussfach praktisch in deinem Rücken. Also zu 100% geschützt. Da kommt kein Taschendieb ran. Ja? Ja, vor allem muss jetzt natürlich abschneiden in deinem Fall, aber das ist unisex, das kann jeder auf seine Größe einstellen. Und so einfach ist es. Siehst so, das ist ja cool. Ja. Guck mal. Jetzt habe ich hier meinen Gürtel, so, und das schneiden wir ja jetzt ab, theoretisch, ne? Und jetzt, wenn ich mein Geld brauche, habe ich jetzt hier meinen Reißverschluss. Das ist natürlich clever gemacht, weil das vermutet ja auch keiner. Das sieht kein Mensch, ne? Das sieht kein Mensch, das kommt ja dann ab, also es sieht auch sehr schick aus, also wahnsinnig, sieht aus wie der Weihnachtsmann gerade. Ja, das ist du, aber für solche Gürtel mit dem Schnellverschluss, allein für die Schnalle zahlst du doch schon 10 Euro normal, hast noch kein Gürtel dabei. Also allein das wäre ein Preishit, aber jetzt das versteckte Geldfach, das ist natürlich der Wahnsinn. Fällt mir gut. Schwarz passt auch zu allem. Also auch gerade für den Weihnachtsmarkt, falls sie dieses Jahr stattfinden dürfen. Ja, natürlich. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer, die NX 7516 und die 569. Vielleicht auch, weil es ja so flexibel einstellbar ist, auch mal für Kinder, die auch gerne mal, wenn sie Geld mitnehmen auf einen Ausflug oder so, das Geld gerne aus der Tasche verlieren, macht es da rein und sagt, wenn du es brauchst, holst du es da raus. Also ich glaube, auch einen Verlust wird hier vorgewollt. Nee, es ist sehr kleidsam, wir haben das gesehen an Anne und es vermutet keiner. Man sieht nicht, dass da überhaupt ein Fach drin ist, weil es ja zum Körper hin zeigt, dieses Reißverschlussfach. Der sichere Weg eben, Geld mitzunehmen, ohne dass es jemand merkt und ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass es geklaut wird. Mal wieder so ein richtig praktisches Reiseutensil. Kann man natürlich auch für die ganze Familie kaufen. Bis zu 5-mal dürfen Sie bestellen. Ja. Und es geht Schlag auf Schlag weiter. Ich höre gerade unser Preisalarm, ach, unser das Wecker. Ist ja cool. Der ist schon sehr stark nach. Das kommt da müssen Sie schnell sein. Jetzt haben wir. Das ist was richtig Cooles. Das ist ein Regenabweiser-Spray. Und jetzt ist ja momentan so ein Schmuddelwetter. Das geht, glaube ich, auch sehr gut für so Schneeregen. Aha. Das sprüht man auf und das Wasser perlt dann so. Wie zum Beispiel dieser Lotusblüteneffekt. Ist das sowas in der Art, wo das dann einfach wie so abperlt? Das ist richtig cool. Ich liebe so. Oh, das war das jetzt sogar. Wow. Wahnsinn. Und ich kann Ihnen nur sagen, probieren Sie es mal aus. Das ist ein ganz anderes Verhalten des Wassers plötzlich. Man kennt diesen Lotus-Effekt, aber hiermit, Bedienungsanleitung ist dabei, also man behandelt das einmal und bei einer, ich sage jetzt mal, bei einer Fahrtgeschwindigkeit von ca. 40 Stundenkilometern brauchst du nicht mal mehr bei normalem Regen den Scheibenwischer anmachen, weil es das ganz einfach wegweht. Ja? Da sehen Sie die Behandlung, einwirken lassen, einpolieren, drüber sprühen und da sehen wir jetzt mal den Unterschied. Guck mal, mit der Versiegelung, das ist komplett weg. Aha. Und so sieht es ja normalerweise aus. Ja? Und da wird Wasser sehr träge. Ja? Und das ist der Riesenunterschied. Probieren Sie es mal. Man kann das natürlich auch auf Fensterscheiben, zum Beispiel Dachschrägenfenster probieren. Ja. Aber gedacht ist es für die Windschutzscheibe. Das ist ja wirklich beeindruckend, dass dieser Film, den wir da eben gesehen haben. Und hier kriegen Sie zwei Flaschen für 5 Euro, Zweier-Set mit je 250 Milliliter, NX 6126 569. Renate H. aus Obertulbe hat geschrieben, auch für Fenster im Gartenhaus, Dachfenster oder Duschwand. Oh. Duschwand, natürlich. Ja. Da bildet sich ja immer Kalkflecken. Ne? Oder muss ich ja gar nicht mehr mit der Gummiabzillippe drüber, Mensch. Das ist so lästig. Das ist lästig. Ja für faule Hausfrauen nicht perfekt.
Probieren Sie es mal aus. Ich kann nur sagen, für 5 Euro zwei Fläschchen, das lädt ein zum Ausprobieren. Und Sie werden begeistert sein. Egal ob Duschkabine, egal ob Dachschrägen, egal ob vielleicht auch der Wintergarten von außen, der behandelt wird. Dann natürlich die Windschutzscheibe an Ihrem Auto. Ich habe es an der Windschutzscheibe ausprobiert. Das ist ein Träumchen. Man glaubt gar nicht. Und noch ein positiver Nebeneffekt. Wir kennen alle diese Insekten auf der Scheibe. Ja. Wenn du mal auf der Autobahn unterwegs warst, die sind auch wesentlich einfacher dann zu entfernen. Kann ich das eigentlich auch für Dachschrägen nutzen, wenn es regnet, dass es dann nicht so haftet? Für Fenster überall, oder? Natürlich. Fenster überall, ja. Das hat ja hier Renate geschrieben. Also für Fenster, Dachfenster oder Duschwand. Finde ich total praktisch, weil ich hasse es, mit dem Abzieher jemand duscht und dann muss man nochmal mit dem Abzieher darüber gehen. Das Zweierset Regenabweiser-Spray für Kfz-Scheiben, aber auch für viele andere Sachen, die wir gehört haben, hat die Bestellnummer NX61 26569. NX61 26569 für das Zweierset. Für 5 Euro, Wahnsinn. Wir sind wieder durch viele, viele Sparten hier bei uns gegangen. Ne? Wir haben für das Duftöl gehabt, für innen und jetzt eben tatsächlich für ein Auto was, beziehungsweise Fenster von außen. Richtig klasse. Ich weiß es. Das ist auch was Feines. Oh, ich liebe diese Lampe. Ohne Kabel, das ist toll. Weil normalerweise hast du ja zum Beispiel am Nachttisch, den musst du ja theoretisch überall dorthin stellen, wo auch eine Steckdose in der Nähe ist. Hier ist das anders. Hier hat man, das wird immer wieder aufgeladen über USB. Mhm. Und schauen Sie mal, Sie haben jetzt hier so einen Schwanenhals. Das heißt, ob Sie lesen möchten oder was auch immer Sie vorhaben, Sie können erstmal diesen Hals hier biegen. Mhm. Und Sie können das Licht sogar in 3 verschiedenen Stufen einstellen. Das ist natürlich toll. Ne? Also gerade wenn man sich vielleicht mal die Nägel machen möchte oder was lesen möchte, ohne den Partner zu stören, ist das eine ganz tolle Lampe. Ja, es ist vor allem toll, dass du die hinstellen kannst, wo du willst. Die ist nicht kabelgebunden, aber auch hell genug, dass man da wirklich bei lesen kann. Es gibt ja diese Akkulampen und die haben dann sehr schwaches Licht nur. Und da kann man richtig lesen bei. Oder hier sehen wir es mal im Bild, das finde ich eben auch sehr praktisch. Im Dunkeln, wenn man da am Computer sitzt oder Laptop, ist die Tastatur nicht zu sehen. Da hat man noch das Monitorlicht und das war's. Und wenn man dann das Deckenlicht anmacht, wirft der eigene Schatten seinen Schatten eben auf die Tastatur, dass man da auch nichts mehr sehen kann. Die kann man eben genau so einstellen, wie man will, dass es genau auf die richtige Stelle scheint. Mit den 3 Helligkeitsstufen, die ist richtig, richtig hell. Ja, sie ist dimmbar, das ist auch wichtig. Und Carlos benutzt es als Tastaturbeleuchtung, weil er schreibt, diese Leuchte kann man am PC mit USB-Stecker einstecken. Sie entfaltet dann prima ihr ausreichend gutes Licht für die Tastatur. Sie ist sehr leicht vom Gewicht her, lässt sich daher gut ein bisschen verschieben, wenn sie an einem Platz stört. Und durch den Schwanenhals sind wir wirklich sehr, sehr flexibel. Ich könnte mir das auch gut vorstellen als Utensilien im Wohnwagen. Da brauchst du ja auch immer mal ein Licht und hast nicht genügend Steckdose oder keine Stromversorgung. Und dadurch, dass die Akku betrieben ist, ist sie klasse. Und USB geladen, man kann die auch dann mit einer Powerbank betreiben. Ich finde es auch toll, dass man die in 3 Stufen beleuchten kann. Schauen Sie mal aus. Kleine Stufe, mittlere Stufe, ganz helle Stufe. Also je nachdem, was man auch vorhat. Und ich finde das auch schön mit der Tastaturbeleuchtung. Ist eine super Idee, weil viele Notebooks haben das ja noch nicht. Also ältere Notebooks haben noch keine Tastaturbeleuchtung. Und deswegen finde ich das schön, dass wir das hier nachrüsten können für kleines Geld. Gerade wenn man vielleicht auch abends noch mal was lesen möchte und den Partner nicht stören will. Also ich finde das ganz, ganz toll. Und du bist unabhängig. Du brauchst keine Steckdose in der Nähe. Ja, wofür das auch toll ist, du hast es gerade an dich gehalten. Das ist ja fast wie ein Scheinwerfer. Ne? Das macht ganz tolles Licht jetzt für Videokonferenzen oder für Fotos oder so. Wenn man mal Licht positionieren muss, spielen Sie mal damit rum. Das macht einen Riesenspaß. Und für 5 Euro kriegen Sie eine komplette Leuchte dafür. Und ich habe noch eine ganz andere Anwendung. Da denke ich jetzt gerade, weil ich deine Fingernägel so sehe. Wenn ihr Damen euch die Fingernägel macht, die müssen doch auch perfekt ausgeleuchtet sein. Ja. Dann legt man das drüber und fängt dann an, die Fingernägel perfekt zu machen. Und ich denke, es gibt noch hunderte mehr Anwendungsmöglichkeiten. Aber der Preis ist der gleiche. 5 Euro und bis zu 5-mal dürfen Sie diese Lampe bestellen. Die Bestellnummer ist die NC5829 und die 569. Akku betrieben, also dementsprechend unglaublich flexibel einsetzbar mit 3 Lichtstufen, also dimmbar in 3 verschiedenen Stufen. So, und das war sie schon wieder. Die halbe Stunde ist rum. Ja, ruckzuck, wie schnell das ging. Ich hoffe, Sie haben Ihre Schnäppchen gefunden. Dann bitte ganz, ganz schnell ans Telefon, wenn Sie noch nicht waren. 0800 51 51 3x die 4, bevor Ihnen jemand anders die ganzen Schnäppchen wegschnappt. Und jetzt bleiben Sie bei uns. Ich kann Ihnen versprechen, es wird richtig spannend. Weiter und heute um 19 Uhr auf die 10-Euro-Überraschungsshow.